Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Megaprojekt. Ich nehme hier die dritte Folge jetzt in Folge auf. Das ist ja fast... Nee, das ist kein Rekord. Aber ansonsten nehme ich die meistens einfach so auf. Einzeln. So, gut. Ich hole mir jetzt nämlich Soul Sand, weil in dieser Folge werden wir den Wither bekämpfen. Cool, ich habe keinen Soul Sand. Dann gehe ich gleich sowieso mal in die Hölle. Was ich mir auf jeden Fall mache, ist... Das hier. Wo habe ich sogar alles da? Ein Nano-Saber. Perfekt. Alles direkt da. Das ist auch mal nice. Dann fülle ich gleich meine ganzen Sachen auf. Das ist eh alles falsch. Na doch. Moment. Nein. So. Und so. Genau. Gut, dann kommt das Teil mal da unten rein. Zack, genauso wie der Jetpack. Hey. Hi. Lol. Alter, wie hässlich ist der denn? Das ist ja ein roter Villager-Zombie, oder? Alter, guck dich mal an. Oh Mann. Ich meine, die Villager-Zombies... Ich kann nicht aussprechen. Die Villager-Zombies, die sehen ja schon hässlich aus. Aber dann auch noch eine Mischung daraus, ey. So, das dauert dann auch nicht mehr lange. Ich werde aber den Jetpack nicht anziehen beim Kampf, sondern das Teil hier. Und das Coole ist, dann kann ich auch direkt einen Beacon machen, weil ich ja zwei habe. Also zwei Sets von den Dingern. Das heißt, ich nehme jetzt das hier mit. Dann brauche ich eben noch Soul Sand. Das kommt weg. Ich benutze den Nano Saber und das kommt weg, das kommt weg. Das behalte ich und ansonsten brauche ich nichts. Essen vielleicht. Essen. So. Und dann, wie gesagt, geht es jetzt nach oben. Was haben wir da noch drin? Kobbel. Da hole ich mir ein bisschen Soul Sand. Das sollten wir eigentlich direkt hier finden. Ja, das ist aber so dumm in der Luft hier. Hier gibt es auch bestimmt bessere Plätze. Oder nicht? Ja, ich brauche ja nicht viel. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich brauche aber 8. Was habe ich denn aufgesammelt? Wird schon nicht in Lava fallen. Okay, wird's schon. So, 7, 8. Gut. Dann geht's hier nach oben. Wieder nach Hause. Und, obwohl, ich könnte ihn auch in der Hölle bekämpfen eigentlich. Egal, ich mach's ja einfach über der Stadt. Ist viel cooler. Nein, ich gehe in der Höhle. Weil das da eigentlich am besten geht. Sagen, ich gehe einfach mal nach da hinten. Da müsste nämlich einfach so jetzt ein Tunnel sein oder so ein Schacht. Genau, und hier mache ich das dann irgendwo. Hi. Oh, also viele. Aber ich one-hitte die alle. Außer den Zombie. Gut, ich muss nur aufpassen, weil das Teil geht echt schnell leer. Und ah, so. Und nicht, dass das halt im Kampf leer geht. Oh, das wird echt knapp. Also wirklich. Deswegen gehe ich noch kurz zurück, hole mir mein anderes Schwert. Nur für den Notfall und lade das hier noch mal kurz auf. Weil das wäre ja nicht schön, wenn ich mit der Hand da stehe. Und ja, irgendwie der Lab-Pack, wie gesagt, der funktioniert ja nicht wirklich bei mir. Ich kann es nochmal ausprobieren. Ich habe aber noch nicht in die Kommentare geguckt, ob ich da irgendwas falsch mache. So, aufladen. Und dann das andere Schwert holen.
aber auch sauschnell leer, ey. So, ich habe halt nur ein Sharpness 1 Schwert, aber das reicht auf jeden Fall. So, nützliche Items. Hier, Lutin 3. Wo habe ich denn mein Sharpness Schwert hingetan? Boah, hier. Oh. Das war aus Versehen. Gut. Dann kurz was essen. Und dann gehe ich in die Höhle. Ich hoffe mal, diesmal gibt es keine Komplikationen. So. Einmal hier runter. Der Rest ist auch ganz gut aufgeladen. Halt auf jeden Fall so, dass es reicht. Oh, das war ein Schwert. Ja, von den ganz coolen. Ich würde sagen, hier machen wir das und wir machen direkt zwei gleichzeitig. Hoho. Ups. Ja, das ist jetzt ein bisschen dunkel. Aber egal. Es wird spannend. Ich hoffe mal, die Lichtverhältnisse stimmen. So ist besser, glaube ich. Ja, das wird eher als explodieren hier. Aber. Ja, das passt schon. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Austauschen. So, alles gut. Und es geht. Oh, der eine wird gedamaged vom anderen, weil der Schaden bekommt. Boah, es ist so dunkel. Boah, so weit weg. Erstmal tot. Schnell einsammeln. Okay, hab ich. Und weiter geht's. Der sieht noch vollkommen. Ah. Vielleicht muss ich mal ein Sharpness Schwert nehmen. Hat auch noch Energie. Ja, aber zu wenig. Schlage ich hier mit drauf. Und tot. Wo ist er? Da. Nice. Ja, das ist komplett leer. Also hat zwar noch Energie, aber ich kann damit kein Damage mehr machen, glaube ich. Und wir haben zwei Nether Stars. Das ging doch jetzt echt relativ schnell, vor allem im Vergleich zum Singleplayer. Ja, zwei Folgen hat es gedauert. Beziehungsweise eigentlich nur eine. Okay, zwei. Das bedeutet, wir können uns jetzt unsere eigene Portal Gun machen. Und zwar brauchen wir dafür nur Portal. Das hier, also Enderpearl Dust, den machen wir einfach, indem wir eine Enderpearl in den Mace Raider packen, glaube ich. Achso, Pulverizer ist das. Mace Raider muss es aber sein. Den haben wir natürlich noch nicht geupgradet, aber ist halt auch nur eine. Nehmen wir uns ein bisschen. Ah ne, den Satz da hinten. Das ist mir jetzt egal. Ich hole mir kurz eine Spitzhacke. Ich sollte mir mal so ein Mining Drill Time machen. Obwohl das echt sau langsam ist. Nicht lang. Ja doch, langsam auch. Und vor allem auch nicht lange hält und so. Ist echt lächerlich. So, 9 Stück. Dann machen wir uns da durch. Achso, ich bräuchte halt. Ah ne, nur einen. Ich mache mir nur eine Portal Gun. So, sowas. Und dann brauchen wir noch Eisen, Obsidian und eine Diamanten. Beziehungsweise da Gold. So, dann Eisen. Das hier. Obsidian. Eins nur, oder? Zwei. So. Dann bauen wir uns das hier zusammen. Mist. 1, 2, 3, 4. So, zack. Zack. Und Portgun! Hey. Gut, jetzt haben wir wieder eine eigene. Nur die müssen wir jetzt mal umfunktionieren zu einer anderen Gun. Die hatte ich vorher, glaube ich. Deswegen würde ich mir so, würde ich sagen, mache ich auch die gleiche einfach nochmal. Das heißt, ich brauche Blumen.
Gelbe Blumen habe ich gar nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Oder ich mache mir halt so ein anderes, so eine Bacon Gun. Oder eine Potato-OS-Gun. Ja, sicherlich. Doch, die wäre cool, oder? Die mache ich mir. Das heißt, ich brauche eine Jukebox. Also ein Diamant. 1, 2, 3, 4. Das Coole ist, dann habe ich auch noch das Portal hier. Ja, das habe ich halt nur. Die Gun ist halt weg, aber das ist ja egal. So, da mache ich einen Diamant raus. Brauche ich Holz. So. Holz. Zack, dann brauche ich. Ja, das hier, Redstone, zwei Repeater, ein Button, zwei Torches. Oh, und eine Kartoffel. Ich habe keine Kartoffeln, glaube ich. Muss kurz schlafen gehen. Schieß mich nicht ab. Können mich abschießen im Bett? Ich glaube nicht. Ich muss mal gucken, ob ich nicht doch eine Potato habe. Vielleicht einfach so gefunden. In der Natur. Nee. Leider nicht. Da müsste ich mal bei anderen gucken. Ja. Wird ja niemanden stören, wenn ich da jetzt eine Potato nehme und dann wieder anpflanze. Mal gucken. Hä? Ach so, der hat so Golems, nur die jetzt abbauen, stimmt. Hab mich schon gewundert. Keine Potatoes, aber der baut auch keine an, glaube ich. Ich meine, Broken Thumbs haben was angebaut. Das sind Möhren, oder? Ich gehe mal nicht auf Ceronix und Let's Game Plays Grundstück. Weil die irgendwas Großes geplant haben und ich glaube, Let's Game Play ist jetzt 4 Wochen oder so nicht da. Deswegen laufe ich da mal nicht hin. Da sind Karotten. Warum alle Karotten? Die habe ich auch. Alter, niemand hat Kartoffeln. Niemand. Puh. Krass. Dann laufe ich mal kurz nach da hinten. Mal gucken, kann ich mir hier auch anders machen? Ne, mit dem Minimum Stone. Nein, leider nicht. So, du droppst mir bitte eine Kartoffel. Ah, fast. So, wenn dann da hinten. Sieht mir eher nach Weizen aus. Da sind da noch Felder, aber die sind alle abgerupft. Leider. Das ist schade. Ja, ich weiß nicht. Komm, ich kill mal ein paar Zombies. Vielleicht klappt das ja noch. Nein! Nein, oh! Mist. Hat fast geklappt. Naja, kann man nichts machen. Dann mache ich mir einfach eine andere Gun. Würde ich sagen. Hier. Oh, ich wollte eigentlich nicht aufs Grundstück hier gehen. Aber hier sind alles nur Karotten. Alles nur Karotten. Oh, was ist das für ein Spawner? Oh, ein Spinnspawner. Aber hier sind Zombies. Die können mal schön Kartoffeln fallen lassen. Oh, ich sollte eigentlich das Looting-Schwert dafür nehmen. Naja. Na gut, das wird auch recht lange dauern, da irgendwann eine Kartoffel rauszubekommen. Egal, dann. Ach was, ich mach mir einfach. Nee, mach ich nicht. Ah, ich weiß nicht. dann hole ich mir jetzt ein Stück Fleisch. Sollte ich ja irgendwo noch haben, oder? Ein Stück Fleisch. Habe ich nicht? Kein Schweinefleisch. Geht das auch? Nee. Oh Mann.
Dann will ich aber eine Bacon Gun. Was anderes nehme ich nicht. Das ist so ziemlich unproduktivste Folge überhaupt. Ach, ich laufe nur rum und suche irgendwelche Sachen, die ich dann doch nicht finde. Aber dafür bin ich ja ziemlich schnell. Zum Glück. Mal gucken, ich brauche halt nur Schweine. Was ist das? Kohle? Habe ich hier liegen lassen? Denke ich mal. Oh, Zombies. Oh, die sind geschoren. Hä? War hier irgendwas drin? Keine Ahnung. Das sind Wölfe. Ich brauche aber Schweine. Da war auch ein Zombie, habe ich gehört, aber egal. Oh, ich will jetzt auch nicht so sauber weglaufen. Naja. Haben irgendwo so Schweine hier, oder nicht? Schweine. Oh, da ist mein Ferienhaus. Da ganz hinten? Was? Ich bin noch niemals so weit gelaufen. Wow. Schütze Server ab. Okay. Ja. Dann würde ich gerne wieder drauf kommen. Dankeschön. Oh, ich bin ziemlich weit zurückgesetzt worden. Okay, nicht so weit. Ich klemme kurz den Slime da. Ja, na, egal, ich habe jetzt keine Lust mehr zu suchen. Dann mache ich mir so eine. Ja, die alte, die ich auch hatte. Aber ansonsten. Ich meine, ich habe ja. Ziemlich viel. Sachen. Ich habe die Farm jetzt. Ziemlich viele Sachen. Und deswegen sollte es schon passen. Boah, wisst ihr was? Ich könnte den Beacon in die Dorfmitte stellen. Und da dann irgendwie Speed hinpacken oder so. Das wäre auch was Cooles. Komme ich nach Hause? Ja. Oh, hier haben wir eine. Wow, eine riesen Quelle an Öl. Weil Ölquellen sind auch echt richtig cool. Für. Ja, Quarries. Beziehungsweise für Combustion Engines. Und ich glaube, damit würde ich auch direkt, also wenn man auf einer neuen Welt spielen würde, würde ich direkt mit Öl anfangen. Weil das für den Anfang echt richtig, richtig cool ist. Finde ich. Ich weiß nicht, man kann das auch irgendwie, glaube ich, weiterverarbeiten zu Fuel oder so. Damit habe ich mich aber noch nicht so beschäftigt. So. Gut, also ich mache mir jetzt mit irgendeiner Blume. Die Gun, die ich schon vorher hatte. So, damit ich mich nicht mit Spark überschneide. Dann hole ich mir jetzt mal ein paar Glasblöcke und Obsidian. Und ein bisschen Eisen. Mal gucken. Was mache ich hier? Eisen. Okay, ich habe schon Eisen. Das war auch Tin. Dann. Aber ich brauche viel Eisen. Dann nehme ich mal direkt das hier mit. Das reicht aber nicht mal. Aber ich habe quasi unendlich viel Eisen. Deswegen kann man sich das ruhig mal gönnen. Das machen wir ein bisschen hier drin. So. Ich werde nicht alles brauchen. Aber ein bisschen was halt. Hallo, ich habe ja noch Dias. Oh, wusste ich gar nicht. Das sieht einfach genauso aus. Würde ich mal so sagen. Egal. Ja, dann, wie gesagt, Glas haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. Obsidian haben wir hier. 2, 3. Den Nether Star haben wir noch da.
Und dann machen wir mal das hier. Und dann mal gucken. Ich sollte mal ein bisschen was aufladen hier. Vor allem halt das Schwert und den Jetpack. Hä? Müsste das nicht eigentlich laufen, wenn hier Energie rauskommt? Komisch. Ja, aber ist ja noch voll. Wahrscheinlich laufen nicht alle oder so. Ja, achso. Jetpack. Die Schuhe brauche ich noch nicht. Aber du musst echt aufpassen, dass ich nicht einfach so runterfalle und die dann keine Energie mehr haben. Obwohl ich mich eigentlich zum größten Teil immer abfange mit dem Jetpack. Das ist so ein Reflex. Und das werde ich auch versuchen so beizubehalten. Falls das halt mal passiert, dass ich keine Energie mehr habe. Also jetzt auch so kleine Höhen nicht, aber halt nicht irgendwo hoch runterfalle. Tief, nicht hoch. So, mal gucken. Dann würde der Beacon ja eigentlich hier so reinkommen. Ich nehme mal das Wasser weg, glaube ich. Ja, ja. Mach ich. Zack. Sollte ich halt gleich wieder hinsetzen. Die muss ich mir merken. 4 Blöcke über dem Boden war das Wasser. Also 3 Blöcke setzen und dann Wasser. Dann mache ich das weg. Und mache mir hier ein bisschen Platz. Ja, ich habe jetzt keine Schaufel. Ich sollte mir auf jeden Fall eine Schaufel machen. Auf jeden Fall. Kann ich auch direkt schlafen gehen, nicht dass da irgendwelche Creeper explodieren. Und dann hole ich mir einen Eimer. Um da wieder Wasser drauf zu setzen. Ja, mein Grundstück wird dadurch jetzt nicht ganz mit Speed. Wie nennt man das? Versorgt sein. Aber ich habe eh die Quantumhose, deswegen naja, ist das nicht so wichtig. Also Speed 2 fuckt schon ab teilweise wegen dem FOV, aber Speed 1 geht total klar. Ah, was habe ich nicht mitgenommen? Die Schaufel natürlich. Dann mache ich einfach Regeneration und Speed 1 oder sowas. Hier. Schaufel. Habe ich keine oder sehe ich keine? Ich habe keine. Ja. Na gut, dann mache ich mir eine Schaufel. So. Zack. Dann geht's hoch. Einmal in die Stadtmitte. Und jo. Also hier kommt der Beacon-Block hin. Da drunter müssen dann. Obwohl, wäre mal interessant. Gelten die Dinger als. Nee, gelten sie nicht. Als. Ja, transparent. Da könnte man das Teil nicht mehr drunter verstecken. Glaube ich aber nicht. Mal gucken. Müsste auch so schon leuchten eigentlich. Ja, gut, dann gelten die nicht als transparent. Gut, gut, dann kommt er wieder weg. Ja, ich dachte schon, kann ich nicht abbauen. Das heißt, den setzen wir jetzt einfach mal nach oben. So. Darunter kommen dann also erste Ebene, zweite, dritte, vierte und hier muss es halt 9x9 sein. Hier ist der Mittelpunkt. Und dann grabe ich das erstmal ein bisschen aus. Also 9x9, also 1, 2, 3, 4. Ja, da wäre ich jetzt eine bessere Spitzhacke. Und Vorteil 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Und dann halt alles ausgraben. Ich muss mal gucken, ob die Blöcke reichen. Aber das sollte schon passen. Ansonsten mache ich halt erstmal einen kleineren Beacon. Oder so eine kleinere Pyramide. Und dann später vielleicht noch was anderes. So, 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir ja auch einen wirklichen Strahl, nicht nur den Waypoint-Strahl in der Mitte. So. Hier ist, was war denn da? Ach, den hat Gombe da hingesetzt, glaube ich. Hat sich hier runtergegraben. Hier noch ein bisschen und dann war es das auch fast. So, das letzte Stück. Naja, und dann halt nochmal drüber. Und zwar... Hier ist ja 3x3, dann darunter 5x5. Die muss ich ja anders powern. Also hier einfach. Gott, habe ich Licht? Ich habe Redstone Torches. Immerhin. Dunkelkammer. So. Das sollte passen, 5x5. Dann muss hier überall Eisen hin. Überall. Doch, das wird auch reichen, oder? Ich brauche... Moment, ich habe das ausgerechnet. Ich brauche 2 Stacks und 36. Habe ich gestern Abend noch gemacht, weil Stegi das gefragt hat. Ich brauche noch 49 für die nächste Ebene. Boah, das passt gerade so. Boah, nice. Habe ich zwar kein Eisen mehr, aber in der nächsten Folge habe ich dann wieder was durch... Oh, da was gefehlt. Mist. Durch die Eisenfarm. Ich hoffe, ich verbaue mich jetzt. Ja, nicht. Die muss ich mir wiederholen, weil ich glaube, es wird ganz genau hinkommen. Und naja, ich will ja eigentlich einfach so Eisenblöcke despawnen lassen. Boah, es ist dunkel. Boah. So. Alter. Zack. Moment. Nein, das habe ich natürlich... Kein Eisen. Hä? Habe ich nicht... Komisch. Oder habe ich Eisen? Ich sehe es nicht. Nee. Aber das wäre ja krass, wenn das genau passt, ey. Mal gucken, ob hier wieder ein neuer Block hinzugekommen ist. Nee. Sollte wohl laufen. Mal sehen. Mal, ja, ich hoffe mal, das klappt. Speed und das. Ja, funktioniert. Mal gucken, los. Ja, klappt beides, das heißt, wir haben alle Blöcke verbraucht und haben jetzt eben Speed und Regeneration. Mal gucken, ob das jetzt sogar so, ja, müsste eigentlich schneller sein dann sogar, ne? Habe ich jetzt nicht so den Vergleich. Gut, jetzt müssen wir halt nur noch die Dinger powern. Das machen wir dann einfach mit Schaltern, die wir unter den Half-Slabs verteilen. Ernsthaft, das Megaprojekt Stadtbrunnen?
Wer hat das denn geschrieben? Das Stadtbrunnen. So. Dann hole ich mir Schalter. Ich habe gar keine Orientierung, wie lang die Folge gerade ist. Sollte aber noch in Grenzen sein. Na, ich habe ja eigentlich kaum was geschafft. Glaube ich. So. Ach so, das Megaprojekt und dann Stadtbrunnen. Naja, werde ich dann genauso wieder hinschreiben. Das Stadtbrunnen. Naja, war vielleicht auch nicht so gemeint. So, das sollte dann alles hier ausleuchten, wenn ich das so mache. Da fehlt Gravel, aber sieht eh niemand. So. Dann kommen die wieder oben drauf. Dann machen wir das so. 1, 2, 3. Da können wir jetzt Wasser drauf trinken. So. Und zack. Ich hoffe mal, das fließt dann auch noch hier. Nee, tut's nicht. Müssen jetzt, glaube ich, nur noch updaten. Aber eigentlich. Ja doch, müsste eigentlich gehen. Ja. Und ich hoffe mal, der Strahl kommt jetzt auch wieder. Nee, oder? Ist jetzt einfach so weg. Hä? Warte, geht das nicht mit Wasser? Also wenn was transparent ist, dann ja wohl Wasser, oder? Oh nee, geht nicht. Oh Mist. Oh. Das ist ja echt scheiße. Geht nicht. Nee. Mist. Dann machen wir das anders. Ich weiß nicht, wie ich alles abbauen. Aber naja, wenn es den anderen nicht gefällt, dann mache ich es halt irgendwann auch wieder. Ich mache mir jetzt mal das hier. Und platziere irgendwie drumherum Wasser. So, kurz schlafen gehen. Weil das ist auf jeden Fall ein transparenter Block. Man muss halt gucken, ja, dass einfach kein Wasser über dem Biegenblock ist. Aber voll komisch. Warum sollte Glas darüber gehen, aber Wasser nicht? Eis könnte ich vielleicht mal probieren. Und das Eis dann schmelzen lassen, ohne dass ein Block-Update stattfindet. Das probiere ich mal im Singleplayer aus. So. Das geht jetzt halt in jede Richtung, deswegen. Wenn ich das jetzt so mache. Mal gucken. Ich mache mir erstmal eine unendliche Quelle. Boah. So, Wasser. Creeperlöcher ohne Ende. So, da ist die unendliche Quelle. Also immer so. Dann auf der anderen Seite. Ja, das fällt doch nicht auf, oder? Ja, sieht halt schon anders aus, aber ist immerhin noch ein Brunnen dann. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich die Blöcke jetzt abbauen, ohne dass alles kaputt geht? Ich mach mal hier ein Loch rein, damit das da abfließt, wenn es halt kaputt geht. Mist. Okay. Dann
erstmal wieder weg. Ah, nein. Nehme ich halt alles wieder weg. Gut, dann muss ich das irgendwie anders lösen. Und zwar muss man halt gucken, dass wir hier keine Blöcke haben. Und das nicht trotzdem nicht geupdatet werden muss. Also beziehungsweise müssen wir halt Blöcke da haben, ansonsten fließt das direkt da lang. Und das ist das Problem. Wie lösen wir das? So. Genau, wenn wir das so machen, dann wird das zwar geupdatet, aber das fließt nicht da lang. Und wenn wir das jetzt wegschlagen... Genau, ah, perfekt. Perfekt, weil, naja, Wasser sucht sich halt immer den nächstbesten Platz, wo es hinfließen kann. Und das sind halt immer Löcher. Und wenn kein Loch da ist, dann kann es auch nicht dahin fließen. Und so haben wir das Wasser quasi überlistet. Ganz fies. So, fehlt jetzt was hier. Mal gucken. Also, weg und weg. Weg und weg. Weg und weg. Perfekt, würde ich sagen. So, jetzt ist die Frage, lässt man das so oder macht man Glas hin? Aber ich muss sagen, ich finde das so völlig okay. Und wir könnten... Ne, ganz wegschlagen können wir nicht. Wir könnten mal einen so einen Teil wegschlagen. Das sollte doch nichts... das sollte nichts passieren. Fuck. Ah ja, na klar. Das hätten wir dann vorher machen müssen. Mist. Wir wieder alles neu machen. So, und die Blumen müssen wir gleich noch platzieren. Also. Wieder das Gleiche. Mal gucken. Ja, sonst lasse ich das erstmal so und gucke dann später, wie das aussieht. Aber es wäre cooler, wenn das Teil 1 weiter unten wäre. Das heißt, wir machen das erstmal so. Und so. Dann schlagen wir das Teil weg. Das sollte nichts verändern. Und dann eben die alle. Genau, und so sieht das nämlich so aus, als würde hier quasi das Wasser rauskommen. Genau, das ist doch nice, oder nicht? Ich find's cool. So, das heißt, jetzt kommen mal die Blumen hier wieder hin. Da muss keine Blume hin, weil Gomma hat die kaputt gemacht. Die muss er wieder setzen. Außer wenn ich jetzt hier irgendwo eine gelbe... Ja, da sind gelbe Blumen. Dann fixe ich das mal schnell. So, naja, da wird jetzt kein Gras draus. Aber ich habe meine Portalgun. Machen wir das schnell so. Zack. Und setzen da wieder einen Block hin. Der wird aber zu Gras. Gut, das heißt, wir hatten hier jetzt einen richtigen Beacon oder einen richtigen Strahl und eine schöne Stadtbrunnen. Haben also unsere gemeinnützige Aktion vollbracht. Und, naja, das geht, glaube ich, 40 Blöcke lang, deswegen wird das hier echt knapp. Aber wie gesagt, man braucht Speed nicht wirklich, wenn man diese Hose hat. Ne, läuft hier schon aus. Naja, schade, aber ansonsten könnte ich hier auch noch einen Beacon hinstellen. Das wäre gar kein Problem. Mit der Farm geht es hier relativ schnell. Dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!